HIV-positiv. Wenn das bei einem Bluttest herauskommt, muss man erst lernen, damit umzugehen. Wolfgang Grabherr, Landessanitätsdirektor. Wie wichtig sind die Vorarlberger AIDS-Gespräche für die Betroffenen im Land? Die AIDS-Gespräche sind sehr wichtig, für, nicht nur für die Betroffenen, natürlich auch speziell für die Pflegenden, für die Leute, die mit HIV-Infektionen zu tun haben, die mit AIDS-Erkrankungen zu tun haben. Speziell in der jetzigen Zeit, in der die HIV-Infektion ein bisschen an Brisanz, an Gefahr verloren hat. Man liest immer wieder Berichte, Kinder werden geheilt von HIV, die AIDS ist mittlerweile eine chronische Erkrankung, ist kein Todesurteil mehr. Und deshalb tritt besonders bei den jungen Menschen die HIV-Infektion ein bisschen in den Hintergrund. Die Gefahr wird nicht erkannt oder nicht mehr so gesehen. Darin spiegelt sich natürlich auch die Zunahme der HIV-Infektionen bei uns in Vorarlberg zum Beispiel wieder. Einfach, dass die Sensibilität zu diesem Thema abgenommen hat. Die AIDS-Gespräche sind ein wichtiger Beitrag, einfach um diese gefährliche Erkrankung im Zentrum des Bewusstseins und der Sensibilität in Erinnerung zu rufen. Es sind jetzt schon die 5. Gespräche. Was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung bei diesen AIDS-Gesprächen ist speziell, was ich dem Programm entnommen habe, die Pflege. Weil einfach auch die Pflege zunehmend, die Pflege von AIDS-Erkrankten, die zunehmend auch ins Interesse rückt, weil einfach es eine chronische Erkrankung ist. Diese chronische Erkrankung führt natürlich dazu, dass diese Menschen einfach älter werden, dass sie auch pflegebedürftig werden aufgrund der AIDS-Infektion und dass sie in Pflegeheimen untergebracht werden müssen, wenn zu Hause die Pflege nicht gewährleistet ist. Und dann natürlich sind die Pflegepersonen natürlich auch ganz massiv gefordert, da irgendwie ihren Input zu bringen. Und da natürlich sind diese AIDS-Gespräche auch wichtig, Ängste auszuräumen, was natürlich die Infektion bei der Pflege betrifft und einfach auch Vorurteile bei Pflegepersonen auszuräumen. Was kann denn das Land tun, um HIV-Prävention zu stärken? Das Land ist ständig bemüht, natürlich über die AIDS-Hilfe, die zu einem gewissen Teil auch vom Land einfach finanziert wird, diese Erkrankung und diese HIV-Infektion ständig in Erinnerung zu lassen. Auch diese AIDS-Gespräche werden zu einem gewissen Teil von uns mitfinanziert. Wir sind also Förderer dieser guten Idee eigentlich und werden das auch zukünftig bleiben.